Ja, Shalom Aleikum. Ich bin's, der Göttliche, in einer geheimen Mission. Und zwar, das ist ja Polen. Die Europäische Union leitet Verfahren gegen Polen ein. Und zwar, ja, es geht im Prinzip ja nur darum, jetzt gibt es eine neue Regelung. Also im Prinzip, die Politik kann jetzt Richter ernennen. Damit ist im Prinzip diese Geschichte, die wir sagen, Unabhängigkeit, ein klein wenig hinfällig. Und darum geht es aber hier gar nicht, also mir jedenfalls nicht, sondern ich fand das eigentlich ziemlich bemerkenswert, dass diese ganze Geschichte bliblablub eigentlich doch zeigt, wie verlogen diese Europäische Union Drecksbande eigentlich ist. Warum geht denn die Europäische Union nicht hin und sagt, wir haben doch die sogenannte Kontingentierung, bedeutet also aus den arabischen Raum kommen Flüchtlinge hier runter. Ob sie zu Recht oder Unrecht hier sind, wollen wir mal erstmal dahingestellt lassen. Aber es gab ja mal einen sogenannten Umverteilungsschlüssel und wenn ich mich ganz recht erinnere, lehnt Polen das doch sehr vehement ab, ne? So, und da wäre doch dann mal einfach auch die hübsche Frage, warum die Europäische Union, wenn die doch gerade so im lustigen Klagewahn ist, steht jedenfalls hier, EU leitet Verfahren gegen Polen ein. Warum leitet denn die EU nicht einfach mal ein Verfahren ein gegen alle Länder, die sich an diese Abmachung nicht halten? Das wäre doch eigentlich mal eine hübsche Idee, ne? Warum gibt es nicht Zwangsgelder zur Entlastung derer, die viel mehr Menschen aufnehmen, als sie eigentlich müssten? Zum Beispiel Deutschland, ne? Das wäre doch eigentlich mal eine hübsche Idee, ne? Ist mir nur so aufgefallen, das ist ja hier Verarscherei wieder, ne? Die Europäische Union als Sitten- und Moralwächter, also wir Deutschen mit unserer deutschen demokratischen Republik ist ja falsch. Diktatur als Teil der Europäischen Union. Also bei uns werden politische Gefangene gemacht, bei uns wird sanktioniert, bei uns wird Hate Speech eingeführt, bei uns wird die Meinungsfreiheit eingeschränkt, das Wahlrecht eingeschränkt, die Wahlen manipuliert. Es besteht keine Transparenz, wir haben korrupte Politiker, wir haben mittlerweile einen Sündenpfuhl, wir haben Lobbyismus bis zum Anschlag, das ist also früher kam der Mann mit dem Geldkoffer zweimal die Woche, mittlerweile sind die in Brüssel in der europäischen Wahnsinnsverwaltung im Prinzip auf demselben Flur? Da haben die ihre Büros. Also muss ich da mal einfach auch mal ganz faktisch, praktisch, geistig vorstellen. Also wie gesagt, früher kam der Vertreter zum Zahnarzt, hat gesagt: Pass auf, nimm sie hier das Zeug, dafür gibt es hier 3000 Cash und nochmal, ich schicke dir hier die Uschi für einen lustigen Blowjob oder irgendwie, was weiß ich, Urlaub Karibik oder willst einen Fernseher oder irgend so ein Scheiß und schon war der Käse gelutscht. In der Europäischen Union ist es so, diese Leute, die Politiker bestechen, und das ist nichts anderes, das muss man ganz klar und deutlich sagen, die sitzen mit unseren Politikern, die EU-Recht praktizieren und EU-Vorschriften erlassen, im selben Flur, im selben Gebäude. Also das ist, die Mafia hat man verurteilt deswegen, ne? Und die machen es hier, aber ist auch egal, ne? Jean-Claude, ich will ja, und überhaupt, ne? So, die sollen mal, wie gesagt, die Frage ist nicht, warum muss Polen jetzt dran glauben, sondern die Frage ist einfach, warum geht die gleiche EU nicht zum Beispiel gegen all diese Länder vor, die sich hier generell nicht an die Abkommen halten, ne? So schlaue Fragen stelle ich mir auf dem Sonntagmorgen. Und dafür gibt es garantiert mal einen Daumen rauf, ne? Macht euch Gedanken, ich verlinke euch den Artikel und immer schön der große Ganze im Auge behalten, ne?